Und zurück zum Dungeon von Naheulbeug. Wir machen direkt da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und das war kurz vorm VIP-Raum. Wir haben es tatsächlich geschafft, beiden Magiern ihre Wünsche zu erfüllen. Für den einen haben wir den müffelndsten aller Käse tatsächlich aus dem Regal geholt. Für den anderen haben wir ja seine Schulden beim Ork-Pokertisch aus dem Weg geräumt, und ich würde sagen, da können wir uns doch erstmal, na, hier kommen wir noch gar nicht weiter. Da können wir erstmal gucken, was der Tag so uns bringen wird. Ich denke, wir können hier erstmal gucken, was haben wir hier? Altes, verschimmeltes Laken, ja. Das sind schon sehr teure Gegenstände. Aber wir haben hier auch schon das Porno-Pergament. Das verkaufen wir doch niemals, oder? Mal wiegt alles nichts. Bärenkopf, Bärenkopf. Ich würde sagen, solange wir noch Platz haben, behalten wir den ganzen Stuss einfach. Und gehen hier jetzt einfach mal zurück zu dem guten Gabba Gandalf. Wohlbeberatender Erzmagier, wir präsentieren Ihnen Ihr Schuldzertifikat. Ah, sehr gut. Vernichten wir es unverzüglich, um den Risikoindikator, der sich negativ auf die indexbasierte Entwicklung meiner Beratertätigkeiten auswirkt, neu zu evaluieren. Also, wegen des Amuletts. Okay, wir haben denen das Amulett abgegeben. Das einzigartige Aroma von Zigifantenmilch fermentiert in einem Beutel aus Morschleckleder. Als hätte jemand den Mülleimer eines Goblin-Restaurants ausgeleert. Damit offerieren wir Ihnen voller Freude diesen Käse. Ja, das wäre eine Erleichterung. Könnten wir uns jetzt nur in einem Blumenbeet herumrollen? Das würde den Gestank vielleicht überdecken. Ich muss zugeben, auch wenn ihr den Freuden von Quark und Molke nicht viel abgewinnen könnt, seid ihr doch ein qualifizierter Haufen. Ja, das kann ich nur zu bestätigen. Ich glaube, wir haben eure Quests abgeschlossen. Ja, und das war scheußlich, als würde man einen Albino-Pony küssen. Das könnte ich arrangieren. Es würde dir gut tun. Seid doch mal still. Würden eure magischen Hoheiten euch jetzt vielleicht unseres Problems annehmen? Mein Freund, ich glaube, euer Erkundungskollektiv hat sich über den gleitenden Durchschnitt der Leistungen von Standardabenteurern gemäß der Definition des Kerkerfonds erhoben. Was ihnen an Reife fehlt, machen sie in Textur wieder wett. Redet ihr von uns oder dem Käse? Wenn ihr so freundlich wäret, das Objekt eurer sukzessiven Ersuchen vorzulegen, werden wir eine Astralanalyse vornehmen. Wir werden das Geheimnis des Amulets ergründen, wie die zerfließende Cremigkeit eines Camemberts. Da sehe ich mich, ein Camembert. Langweilig. Gerade als wir dachten, wir werden das Ding los. Sie reden in einer völlig unverständlichen, arkanen, alten Sprache. Tja, weißt du was? Ich kann Eichhörnchenisch und das ist viel lustiger. Pell dir doch eine Nuss drauf. Leider haben, so wie ein gut gereifter Cheddar. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser magische Gegenstand der dämonischen Kategorie zuzurechnen ist, Unterklasse verflucht. Er ist unauflöslich mit euren Astralenergien verwoben. Sondermeldung, er ist verflucht und wir auch. Dieser Gegenstand dient einer chaotischen dämonischen Gottheit der Astralebene. Aber viel weiter können wir nicht sehen, die Molke ist zu dicht. Also, um es mal deutlich zu machen, er ist magisch, chaotisch, verflucht, dämonisch, aber sonst wisst ihr nichts darüber. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass weitere Erkenntnisse nur durch die Hilfe einer mächtigen, chaotischen, dämonischen Wesenheit gewonnen werden können. Dämonen um Hilfe bitten? Wenn du es so formulierst, weiß ich es auch nicht mehr so recht. Ich wiederhole mein Angebot. Ich kann am Ausgang des Kerkers Wache halten. Ich werde sogar auf meinen Anteil verzichten. Dieser Feigling. Beide gibt es in mannigfaltigen Formen und Gestalten. Zufälligerweise lebt auf der vierten Ebene ein Dämon, der euch ein paar Informationen liefern könnte. Er wurde dort durch einen Fluch gefangen gesetzt und dürfte keine unmittelbare Gefahr darstellen. Klingt trotzdem riskant. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ja, ein gut gezielter Axthieb auf das blöde Amulett. Das Problem ist weniger das Amulett als die dämonische Wesenheit hinter all dem. Ihr müsst die Wurzel allen Übels finden, sozusagen des Teufels Zitze. Tja, na, offenbar was vergessen. Puh. Eingänge zur dritten Etage sind versperrt. Keine dritte Etage bedeutet keine vierte Etage. Das war eine sehr nützliche Beobachtung. Du solltest öfter mal was sagen. Dabei können wir helfen. Lasst mich das Tor zur dritten Etage für euch öffnen. Wir lehnen außerdem jede Verantwortung für den Rest eurer abenteuerlichen Wanderschaft ab. Das ist nett. Dankeschön. Vielleicht einem Kollegen von uns über den Weg. Er sucht schon seit einer ganzen Weile auf den Ebenen nach einem verlorenen magischen Gegenstand.
Okay, wir haben den Käse abgegeben. Der Dämon der vierten Etage. Ja, dann müssen wir wohl in... Achso, ich wollte gerade schon sagen, wie lange müssen wir denn noch hier stehen? Ja. Dann müssen wir wohl auf die vierte Etage. Wobei ich mich gerade frage... Warum kann ich... Ja, was kann ich damit denn... Ja, den Zweihänder wollte ich doch eigentlich ihm geben. Warum geht das nicht? Das ärgert mich ehrlich gesagt ein bisschen, aber gut. Hilft dir soweit nichts, dann würde ich sagen, machen wir uns hier mal auf den Weg in die dritte Etage. Die dritte Etage wartet auf uns und wir müssen durch bis auf die vierte Etage. Das ist jetzt auch nicht besser. Das heißt, wir müssen uns jetzt durch eine gesamte Etage bemetzeln. Bin ich ja mal gespannt und auch zugleich skeptisch, ob das so funktioniert. Goblins kämpfen. Ich hasse Goblins. Sie sind dreckig, unordentlich, fällen Bäume und machen komische Sachen mit Eichhörnchen. Aus deinem Mund klingen sie ja fast nett. Dabei sind sie die Schlimmsten. Sie graben überall, greifen unsere Minen an und stehlen unser Gold. Lass mich raten. Er hat gesagt, dass sie gut schmecken. Logisch wird immer besser. Er sagt die ganze Zeit, dass alles gut schmeckt. So, da Lächchen, hier kommen wir noch nicht rein. Ja, aber die Kapitel werden auch gefühlt immer länger. Und was ist hier los? Die sind hier irgendwie vereist. Also, irgendwie geht's den Goblins nicht ganz so gut. Na, dann gehen wir mal weiter. Das soll doch Xaud reinschlagen. Es ist verschlossen. Und? Kannst du das Schloss nicht knacken? Das ist ja komisch. Das Schlüsselloch ist ganz anders als alles, was ich je gesehen habe. Es sieht aus wie irgendeine Klempnervorrichtung. Gib zu, dass du im Knacken von Schlössern so gut bist wie ich im Stricken von Ponypullovern. Hey, auch Ponys frieren im Winter. Ich habe bei meinen Charakterwerten keine Punkte in das Knacken von Schlössern investiert. Ich bin Dieb, kein Einbrecher. Da ist ein Schild. Da steht, dank jemandem, der keinen Alkohol verträgt, ist die vierte Etage bis auf weiteres Sperrgebiet. Der hat sie vollgereiert. Ratifiziert durch Revax, Oberaufseher. Tja, schade, wir waren so nah dran. Jetzt können wir nur noch zurück in die Taverne gehen und auf das Ende der Welt warten. Wir warten bis zum bitteren Hopfenende. Seltsam, diese Hühnerkrallenkratzer sehen aus wie Goblin-Zeichnungen. Vorsicht, da kommt jemand. Na, wer kommt da jetzt? Oh Gott, ach du Schande. Auf dieser Ebene haben Rumtreiber nichts zu suchen. Ach, noch ein sprechender Goblin, das ist einfach nicht richtig. Halb Goblin, du kurzbeiniger Grießkram. Bei meinem Pöppel, ich bin der Oberaufseher dieses Kerkers. Ah, gutes Timing. Wir suchen den Schlüssel zur vierten Etage. Und wir würden gerne unsere Stiefel an deinem Gesicht abwischen. Draufhauen. Ich kann meine Zeit nicht mit euch Dumpfbacken vergeuden. Wachen, schlachtet diese Trottel ab. Zum Ruhm unseres Meisters. Okay. Das ist irgendwie ein bisschen rigoros, oder? Sagt einfach los, okay, ich habe keine Zeit für euch. Schlachtet sie ab! Danke für nichts. Oh Gott, aber das sind echt viele. Ist nur die Frage, aber warum sind die hier da vereist, ehrlich gesagt? Okay, aber die scheinen tatsächlich hier nicht sonderlich stark zu sein, die Gobos. Das heißt, wir können hier in Ruhe da hingehen. Der Dieb und der Zwerg stehen hier. Die Bogenschützen können sich hier hinstellen. Der Bade da. Und er, weiß ich noch gar nicht. Er kann sich ja auch hier hinstellen. Das ist eigentlich relativ, ja. Ich denke, so ist das tatsächlich solide. Wir haben eine relativ breite Verteidigungsfläche, aber ich meine,
Ach du Schande, hier haben wir immer eine 5% Chance auszurutschen, ne? Ja, dann warte ich doch einfach mal, bis die Gobos kommen. Okay, der ist dagegen immun. Ach du Schande, der greift einfach durch den Zaun an. Okay, ich dachte, das wäre eine Deckung. Dachte eigentlich, das wäre eine Deckung. Das überzeugt mich nicht ganz so sehr. Okay, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen blöd. Warte mal, was ist mit denen hier? Kann man die auch auffrieren oder zerstören? Müssen wir nachher mal gucken. Sieht aber fast so aus. Ach, warte mal, die sind nur eingefroren. Oh Gott, und die haben AOE-Attacken, die hier Schrottgoblins. Okay, da müssen wir jetzt mal gucken. Ja gut, denke, das sollte schon in Ordnung sein, wenn der hier angreift. Ja, die Kobos, die machen zumindest so ein bisschen Damage, aber... Na, so hier einfach ein bisschen draufhauen. Und... So, und da machen wir jetzt hier so eine schöne Doppelschelle. Haha! Nice, den einen einfach erstmal one-shottet. Das hat sich tatsächlich gut gelohnt. Ich hab die Moves. I got the moves. I got the power. Okay, und hier ist auch jemand. Würde ich hier eigentlich den gerne probieren. Aber gut, dann schießen wir jetzt erstmal den ab. Also die Goblins sind wirklich bisher keine wirklichen Gegner, muss ich sagen. Ich glaube auch nicht, dass die so unbedingt werden. Man, die festgefrorenen Gobos. Meine, die machen soliden Damage, aber es sind nicht wirklich mehr als ich. Also ich glaube tatsächlich sogar, das ist eigentlich echt dankbar gerade. Ja, dann boxen wir erstmal den Rangler um. Ja, oder auch nicht. Fuck, okay, das tat weh. Das tat weh. Warte mal, und das könnte hier richtig gut werden. Schuss! Komm, das wird richtig gut, ich sehe es. Okay, das war solide. Dachte, das wird richtig gut und bounce da jetzt so einmal komplett rum. Hat aber wohl nicht so funktioniert. Ja, ich bin bei sowas immer ein bisschen super übermotiviert, aber gut. Na, aber mit dem hier so aggressiv da reinzugehen, war vielleicht ein bisschen zu übermotiviert. Weil der sitzt dafür schon ziemlich unter Bredouille. Aber gut. Okay, und die sind immer noch nicht aufgetaucht. Was? Hä? Kann der sogar nochmal angreifen jetzt? Okay, der kann zweimal jetzt angreifen. Woher kann der das? Warum hat der plötzlich drei Aktionen? Oh oh! Boah. Netter Arsch. Deadass. Ich meine. So. Ja, muss sagen,
Ugre mit Stringtanga sind nicht ganz so meins, muss man fairerweise einfach sagen. Ich habe schon übrigens wieder vergessen hier auf was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte irgendwas Wichtiges sagen. Ich habe irgendwie schon wieder vergessen auf direkt mit dem Ranger am Anfang so entweder meine Stärke- oder Schwäche-Attacke zu machen. Das sollte ich mir halt echt mal angewöhnen. Aber ja, die Gobos, die hauen wir hier jetzt ja gerade schon gut um. Okay, er ist leider hinüber. Aber meine Magierin kann da, glaube ich, jetzt gleich einen dicken, dicken Fisch reinjagen. Ja, sie muss nur ein bisschen nach vorne. Okay, und da greife ich leider den Barbaren. Egal, der Barbar wird das schon überleben. Oh, oh, er ist... Ups, das war... Oh, dass ich meinen Ogre hier getötet habe, das war nicht so wie geplant, ehrlich gesagt. So, aber wir schleichen uns jetzt einfach hinter ihn, weil dann können wir ihn auch one-shotten. So. Soderlechen. Und gehen hier hin und schießen den, der sich jetzt noch bewegen kann, erstmal raus. Weil jetzt hätte er halt eigentlich die Schützin in Ogre wiederbeleben können, aber irgendwie ist er. Okay. Ja, noch mehr AOE-Attacken. Los, Bade! Boah, das funktioniert halt echt gut. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt so mit den Eisgoblins? Können wir die jetzt auch noch abschlachten? Sollte ich wohl gleich noch probieren, ne? Sieht so ein bisschen danach aus. Oh, okay. Nee, doch. Jetzt ist der... Die sind aufgetaut tatsächlich. Okay. Gut, dass ich tatsächlich so schnell versucht habe, das Ganze hier zu beenden, ne? So. Schön gemacht. So, wir machen jetzt erstmal die, die gestunt sind, tot. Oder also die, die nicht gestunt sind, weil dann kann sich keiner von denen wirklich wehren, ne? Gott, aber jetzt tauen die hier langsam alle auf. Also wir sind eigentlich im perfekten Timing. Das Problem ist nur, einer meiner Tanks, das hat halt schon das Zeitliche gesegnet. Und an der Flanke werden wir jetzt gerade ein bisschen überrannt. Ja, ich hätte vielleicht auch früher da ein bisschen die Eisstatuen ein bisschen wegmachen müssen. Aber gut, es ist in Ordnung. Die Mitte ist noch unter Kontrolle. Wir verlieren zwar ein paar von meinen Teammates, aber ich denke, hinten haben wir jetzt noch die Stellung. Und der Zwerg, der ist da. Der Zwerg ist schon motiviert, während der Barbar in der Mitte aufräumt. Also ich würde fast sagen, es könnte schlimmer sein. Okay, das könnte jetzt natürlich auch besser sein. Ja, da beleben wir ihn jetzt einfach wieder. Und
Ich glaube zwar, er wird nicht lange überleben, wenn er da inmitten von Gegnern steht, aber besser so als so. Und ja, räumen wir jetzt hier einfach mal in der Mitte ein bisschen auf. Und versuchen da ein bisschen zu unterstützen, weil die zwei da links, die schaffen meine ja locker. Hab halt nur sonst nicht so viel. Okay, die leben jetzt auch wieder. Meine... Oh Gott. Ja, okay. Meine Flanke habe ich... Boah, ja. Gut, der Zwerg hier gegen drei. Es sind fünf Gegner noch da. Mein Dieb hat ein bisschen Probleme, aber... Ja, im Großen und Ganzen, denke ich, habe ich hier keine wirkliche Gefahr zu sterben. Oh Gott. Jetzt seinen Zug verzögern wir mal. Dass wir den hier jetzt mal wegbekommen. Weil der Barbar kann sich sonst halt echt nicht bewegen. Das ist eher... Weil er jetzt auf Wachsamkeit... Also die KI ist tatsächlich schon gar nicht so schlecht, habe ich das Gefühl. Die macht teilweise schon gute Moves. Aber immerhin liebt hier. Gut, er ist jetzt erstmal gestunt und raus. Frage mich zwar immer noch, warum die Gobbos hier eingesperrt sind, aber gut. Okay, wir machen jetzt erstmal den weg. Der Barbar. Ich glaube, ich habe dem Barbar nicht mal einen Bogen mitgegeben, weil ich mir dachte, der wird sowieso nie Fernkämpfer werden. Na, da müssen wir wohl noch mal warten. Der Dieb ist K.O. Naja, hier sind halt... Gott, mein Dieb, der wird halt... Naja... Also man verliert schon relativ viele Leute. Das muss man an der Stelle wirklich mal sagen. Oh, er hat sogar einen Bogen. Okay, das hat irgendwie, das war irgendwie nicht so geil. Aber der Zwerg kann, glaube ich, jetzt gleich auf eine dicke AOE-Attacke machen, wenn es mich nicht täuscht. Okay, das hat ja perfekt funktioniert. Also das war einfach mal wegzusprengen, das hat wirklich ganz gut funktioniert. Und jetzt kann gleich der Zwerg, ich hoffe, seine AOE-Attacke ist mittlerweile aufgeladen, damit er da ein bisschen mehr machen kann. Wäre zumindest jetzt der Plan und wunderbar. Gott, diese AOE-Attacke zu skillen. Vor allem, ich glaube, ich habe sie ja sogar auf mehr Damage geskillt. Ja, die macht mehr Damage als meine normale Attacke. Also das ist halt echt mehr als lobenswert. Okay, er sagt stirb und hilft nichts. Suderlichen. Ja, damit haben wir das eigentlich quasi. Ich denke, die Gobbos, die werden jetzt auch relativ bald fliehen. Ich bin mal echt gespannt, weil dieses Mal, letztes Mal hatten wir es so, dass meine Bogenschützin relativ am Anfang gestorben ist und fast am meisten XP bekommen hat. Und dieses Mal hat sie wirklich gar nichts gemacht. Genauso wie der Ogre. Ich glaube, so laut Rechnung, die ich jetzt im Kopf mache, müsste eigentlich die Magierin, weil die vorher noch ein paar richtig schöne AOE-Attacken
sowie, warum, achso, er hat einen Bogen und greift demzufolge natürlich nicht an. Und der Zwerg müsste nice so ein bisschen am meisten bekommen. Na, der Barbar mit dem Bogen, voll ungewohnter Anblick. Aber er macht damit zumindest was. Nom, nom. Schön mit dem rostigen Schwert eine reingelatzt. Behinderter Anschlag. So, damit ist der auch Geschichte. Und dann können wir... Ah, okay, sie muss wirklich bis ganz nach vorne laufen. 49%, kommen auch mal ein bisschen Glück. Nice. Weil bisher hatte ich es tatsächlich irgendwie gefühlt, meistens, dass wenn es unter 50% war, dass ich irgendwie keine Chance hatte. Okay, die Elfe hat so ein bisschen mehr Erfahrung als die Ogre gekriegt. Dann ja, der Zwerg und die Magerin am meisten. Der Ranger auch ein bisschen, ne? Wobei das hier wirklich gerade so gefühlt schon eher marginal an Erfahrung ist, was die da gekriegt haben. Also das meiste ist tatsächlich wirklich durch die Quest. So wirklich, dass einer davon levelt, gibt es hier nicht. Der Ranger und die Elfin. Der Zwerg hat halt jetzt gut aufgeholt. Der Ogre nicht viel bekommen, die Magierin sehr viel. Der Dieb ist halt ein bisschen abgeschlagen und der Bade vorne dran, aber... Das mit dem Baden liegt auch daran, dass, das mit dem Baden liegt doch so ein bisschen dran, dass, warte, wir nehmen jetzt erstmal alles, dass ich den so High Level bekommen habe. Na, so haben wir das jetzt erstmal bekommen. So, und ich heile jetzt einfach mal alle, weil ich denke, wir werden hier jetzt gleich weitergehen im Dungeon. Was haben wir denn hier Nützliches bekommen? Ich habe null drauf geachtet. Wir haben eine neue Klinge bekommen, die um einiges besser als meine bisherige ist. Wir haben für ein Ogre Armschienen, für ein Zwerg Armschienen. Da muss ich nochmal. Ah, wir haben hier Goblin-Schlechter mit Schutz und Lebenspunkten. Das ist natürlich super. Ansonsten haben wir nicht wirklich was bekommen. Nichts zumindest, was wirklich lohnend wäre. Haben wir tatsächlich keine Verbände mehr? Muss ich direkt mal gucken. Tatsache, wir haben wirklich keine Verbände mehr für das zum Heilen. Ah gut, wir gucken jetzt erstmal. Was kann der Barbar hier lernen? Ein Gelegenheitsangriff, er kann zweimal pro Runde... Ich kann zwei pro Runde ausführen, kann jetzt ein Schild benutzen und erhält 5 auf Parable. Würde ja tatsächlich eher sagen, dass wir hier bessere Rüstung freischalten, ne? Und jetzt mal gucken, die auch brennende und vergiftete Ziele heilen. Denke tatsächlich, das ist sinnvoller. Denke, ich entscheide mich lieber dafür. Und dann ist so die Frage, was will er denn haben? Meine, ihm so ein bisschen erhöht die Kraft des Heilungs des Rangers. Klingt jetzt gar nicht so verkehrt und ein bisschen mehr Präzision.
Damit bin ich eigentlich soweit völlig fein. Und guten Tag, a little bit more spicy. So, aber hier kommen wir immer noch nicht durch. Dann würde ich sagen, auf dem Gobbo hinterher. Auf in die Schlacht, Kameraden!